Gut, wunderbar. Schön, dass es schon so voll ist. Genau, ich bitte auch noch einfach Platz zu nehmen. Ein paar sind hier vorne noch frei. Ich darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen heute bei dieser Informationsveranstaltung vom Wohnfonds Wien rund ums Thema Förderungen und Gasfreimachung raus aus Öl und Gas, Energiegemeinschaften. Wir werden heute ganz viel hören, was für die Zukunft noch ganz wichtig wird. Ich bin schon sehr gespannt. Willkommen. Ja, ich bin die Schmollmüller Eva. Ich arbeite hier in der Gebietsbetreuung, bin genau da zuständig, auch im Rahmen von Wienoi Plus, wo wir heute noch ein bisschen was hören werden, und führe Sie durch diesen Nachmittag, darf die Rahmenmoderation übernehmen. Und genau, wir werden dann auch gleich aufs nähere Programm eingehen. Ich mag allerdings gleich am Anfang zu Beginn eben auch Sie alle begrüßen und auch um Begrüßungsworte bitten, und zwar den Herrn Bezirksvorsteher, den wir auch da begrüßen dürfen. Wenn Sie ein bisschen zu mir kommen, bitte sehr. Willkommen. Ja, herzlich willkommen an einem sehr heißen Tag, würde ich mal so meinen. Aber es zeigt genauso, dass sich die Städte und vor allem Wien auch klimatisch sehr aufheizen und wir natürlich auch seitens des Bezirkes daran sind, Konzepte, Ideen umzusetzen, wie man denn einhergehen kann. Ein toller Termin heute, nämlich Sie einzuladen, wo wir ein Pilotprojekt haben, nämlich mit Wien Neu Plus, eine Fortsetzung von Smarter Together, das vor einigen Jahren auch in Simmering gelaufen ist, von einer Größendimension etwas größer, weil der Bereich ist von der Dresdner Straße entlang der Landgutgasse bis Laxenburger Straße und hinauf bis zur Inzersdorfer Straße, also auch die Liegenschaften Gudrunstraße, Gudrunstraße 1 und 2, die auch heute eingeladen worden sind, liegen genau in diesem Gebiet. Und wir wissen, wir sind ein grüner Bezirk und haben sehr viel Grünanteil, nur der ist ungleich verteilt. Und gerade im Süden haben wir sehr große Grünflächen, auch Wald- und Erholungsflächen. Aber gerade in Innerfavoriten nach dem Hauptbahnhof ist das natürlich nicht so der Fall. Wir haben zwar Parkanlagen, aber so wie ein Laarwald oder ein Wienerberg-Areal mit großen Aufforstungen oder den Kurpark mit vielen Seenanteil auch und Wasseranteil, das haben wir hier in Innerfavoriten nicht. Und das spüren wir und das versuchen wir natürlich auch in die Stadtplanung einfließen zu lassen. Und es gibt auch den Beschluss seitens der Klimastadt Wien, nämlich raus aus fossilen Brennstoffen. Und da gibt es auch interessante Entwicklungen und ich werde auch des Öfteren im Büro aufgesucht, mit neuen Methoden und Energieträgern konfrontiert und überhaupt für mich einmal ein Wissen aufzuarbeiten. Aber für viele Hausbesitzer ist es oder Eigentumsnehmer ist es natürlich eine Thematik, was kann ich machen, was kann ich schaffen, was gibt es für Angebot seitens der Stadt Wien, welche Fördermittel gibt es, und ich glaube, jeder macht sich mittlerweile Gedanken, auch aufgrund der Ukraine-Russland-Krise, wie die Energiekosten gestiegen sind. Also ich war voriges Wochenende, das verlängerte, in Slowenien, die haben zum Beispiel eine Preisdeckelung auf Diesel und auf Benzin, und mein längster Zwischenstopp bei der Heimreise war eben tanken, weil natürlich da kein Unterschied gemacht wird, ob es jetzt auf der Autobahn eine Raststätte, Tankstelle ist oder auch in einer Gemeinde, ist mit 16, glaube ich, 68 jetzt gedeckelt. Also wer vorhat, in den Süden zu fahren, bis 9. August, habe ich nachgelesen, gibt es diese Regelung, weil ich mich gewundert habe, dass 4 Tage lang die Preise gleich geblieben sind. Und wenn man sich bei uns anschaut, die Tankstellen, dann ist es am Tag 2-3 Mal, ich glaube 2-mal dürfen sie das jetzt, glaube ich, ändern, ja, aber weit von dem entfernt, unter 2 Euro. In diesem Sinne freut es mich, dass doch ziemlich alle Plätze besetzt sind und das Interesse, weil ich glaube, es geht uns allen an, und jeder, der Liegenschaft, ein Haus oder eine Wohnung hat, wird sich schlussendlich auch Gedanken darüber machen können, wie die Zukunft ist. Und unterhalb dieses Wien-Neu-Plus-Gebietes entsteht ja gerade auch in Favoriten ein neues Viertel, nämlich das Neue Landgut.
Und wer vorbeigefahren ist, der Bildungscampus feiert auch in den kommenden Tagen gleichen Feier. Der wird nächstes Jahr im September in Betrieb gehen und das ist der erste Campus, der zum Beispiel mit Tiefenbohrung Erdwärme versorgt wird. Bis 160, 70 Meter werden da Bohrlöcher gemacht, Photovoltaikanlage. Ich komme auch, vorige Woche war ich in der Sonnleitnergasse, wo der Missplatz war, ist auch eine neue Bildungseinrichtung entstanden. Die haben zum Beispiel schon eine Photovoltaikanlage natürlich mit geplant, ist ja auch in der Bauordnung vorgesehen, aber solche Thematiken beschäftigen uns und ich bedanke mich, dass ich wirklich bei diesen heißen Temperaturen den Weg hierher gefunden habe und hoffe, dass Sie viele Informationen für sich mitnehmen können und dann auch in die Überlegung gehen, was kann ich denn selbst machen als Eigentümer, als Mieter, als Hausverwaltung. Und ich glaube, das dient heute dieser Workshop und diese Information, dass wir mal sehen, was die Stadt Wien auch leisten und fördern kann. Dankeschön. Gut, vielen Dank für diese einführenden Worte. Wir starten eben auch gleich dann voll inhaltlich in den Nachmittag. Der Nachmittag wird so aufgebaut sein, dass es eben anfangs einige Input-Vorträge und Vorstellungen unter anderem vom Wohnfonds, der eben euch heute eingeladen hat, geben wird, ein bisschen einen Überblick gibt. Das Ganze dauert circa eine Stunde, eine gute Stunde, spätestens um 17:30 gehen wir dann in die Pause. Da gibt es ein bisschen eine Versorgung und wir bauen auch hier herinnen Umwelt. Anschließend wird es dann eben die Möglichkeit geben, in kleineren Tischen und kleineren Runden zu speziellen Themen sich zu informieren, sich auszutauschen und im kleineren Rahmen eben auch wirklich in die Tiefe gehen von den Themen und Projekten. Genau, wie angekündigt, eben, es wird jetzt einige Vorträge geben. Ich bitte Sie, Ihre Fragen aufzuheben, wenn Fragen aufkommen, eben für die Runden an den kleineren Tischen. Da können wir dann besser darauf eingehen. Wenn es irgendeine ganz akute Frage gibt, eben, dann können wir die schon nach dem Vortrag direkt mit reinnehmen. Gut, ich glaube, wir können starten mit dem ersten kleinen kurzen Input, der kommt auch noch direkt von mir, weil ich bin jetzt ein bisschen laut, aber ich glaube, es geht, oder? Für alle? Ja. Genau, wir starten gleich direkt rein ins Projekt Wien Neu Plus mit einem kurzen Input zur Grätzlmarie. Die Grätzlmarie bette ich jetzt kurz ein in den Kontext. Die Grätzlmarie ist eines der Projekte von Wien Neu Plus und Wien Neu Plus agiert nämlich auf drei Säulen. Wir hatten schon manchmal gehört, also das Stadterneuerungsprogramm, das ja auf 10 Jahre hin ausgelegt ist und auf den drei Säulen des öffentlichen Raumes, der Energie und Sanierung und der sozialen Nachbarschaft sich damit auseinandersetzt mit der Stadterneuerung. Und die Grätzlmarie ist angesiedelt in der Säule der sozialen Nachbarschaft, ist ein Ideenbudget für Projekte, die das Grätzl zukunftsfit machen, im Sinne von für die Nachbarschaft etwas beitragen, die Gemeinschaft stärken, irgendwie das soziale Netzwerk ausbauen oder das Grätzl klimafit machen, also es rund ums Thema öffentlicher Raum oder Begrünung sich beschäftigen und vor allem die kein kommerzielles Interesse verfolgen. Genau, und das oberste Gebot von der Grätzlmarie ist, dass es möglichst vielen Menschen zugutekommt. Die Grätzlmarie ist grundsätzlich für alle möglich, die in Wien wohnen, dass sie dort einreichen. Das sind insbesondere eben Einzelpersonen, Privatpersonen, Hausgemeinschaften und Grätzl-Initiativen können aber auch einreichen, sowie Unternehmen, solange die Projekte eben keinen kommerziellen, nicht kommerziell sind. Ja, genau. Wo geht das Ganze, dass man für die Grätzlmarie einreicht? Das ist eben im Gebiet von Wien Neu Plus. Das sehen Sie da auf der Karte. Das befindet sich, ist eben eingegrenzt zwischen Triester Straße und Laxenburger Straße, West und Ost. Und im Norden begrenzt die Landgutgasse und im Süden die Inzersdorfer Straße. Das ist das Gebiet von Wien Neu Plus, das wir heute noch öfter hören werden. Ja, bei der Grätzlmarie, kurzer Überblick, kann man Projekte einreichen zwischen 100 und 30.000 Euro. Gerade die 100 Euro waren uns sehr wichtig, weil das sehr niederschwellig sein soll. Und es können Sachkosten und Personalkosten gefördert werden und das Ganze eben bis zu einer Summe von 100% der Projektkosten.
Und genau, auch vor allem für die Niederschwelligkeit wird das Ganze im Vorhinein ausbezahlt und wird im Nachhinein abgerechnet. Und in Summe stehen pro Jahr 30.000 Euro zur Verfügung. Das ganze Projekt läuft 3 Jahre. Das heißt, wir haben in Summe einen Topf von 90.000 Euro für diese Projekte. Ja, und noch ein kurzer Einblick in die konkreten Projekte, wie wir auch vermitteln mit diesen Icons, damit es auch sehr gut verständlich ist für LeihInnen und so. Wir haben Beurteilungskriterien, ob die Projekte eben zum Zukunftsfit beitragen, zum Thema Klimafit, ob es für möglichst vielen Personen in der Nachbarschaft zugutekommt, also wie viele Personen freuen sich, ob die Förderung sparsam und wirtschaftlich eingesetzt wird und ob man erwarten kann, dass das Projekt erfolgreich umgesetzt wird. Nachdem werden diese Projekte beurteilt. Ja, es gibt 6 Einreichfristen bei der Grätzl-Marie. Wir sind derzeit bei der Halbzeit. 3 Einreichfristen waren vorbei. Die nächste befindet sich dann am 31. Oktober, wo man wieder einreichen kann. Genau, und das ist von mir auch schon wieder alles. Wenn es irgendwelche Fragen gibt zur Grätzl-Marie, bin ich gern bis zum Schluss heute da und kann noch weiter informieren, falls jemand was konkret wissen möchte. Gut. So viel dazu. Ich darf dann hiermit auch schon übergeben an die nächsten Vortragenden. Wir werden jetzt ein paar Inputs hören. Eben starten tut das Ganze eben mit dem Wohnfonds Wien, mit dem Martin Kremlitschka, der ist Gruppenleitung für das Blocksanierungsgebiet Ost, also in der Gudrunstraße, und mit der Margit Schön von der Hauskunft, die ist Beraterin bei der Hauskunft. Ich darf euch gern nach vorne bitten. Von mir einen schönen Nachmittag, einen heißen. Ich darf Sie im Namen des Wohnfonds Wien zu dieser Veranstaltung begrüßen und Ihnen einmal ganz kurz einen Überblick über die Aufgaben des Wohnfonds Wien geben. Der Wohnfonds Wien wurde 1984 nach einem Gemeinderatsbeschluss gegründet und hat im Wesentlichen 2 große Aufgabengebiete. Das eine ist der Neubau und die Sanierung. Im Neubau befassen wir uns mit dem Liegenschaftsmanagement, der eigenen Liegenschaften im Wesentlichen. Wir haben eine wichtige Aufgabe in der Stadt, nämlich die Bodenbevorratung. Das heißt, genügend Boden für den geförderten Wohnungsneubau zur Verfügung zu stellen und die Projektentwicklung und Qualitätssicherung für den sozialen Wohnbau. Das gibt es 3 Instrumente, den Bauträgerwettbewerb, den Grundstücksbeirat und noch den Qualitätsbeirat, der ist ganz neu. Der ist dazu da, um die Qualitäten und die Umsetzung der Stadtentwicklungsziele auch bei nicht geförderten Neubauten sicherzustellen und das in ausgewählten Entwicklungsgebieten. Im Sanierungsbereich haben wir die Aufgabe, Stadterneuerungsmaßnahmen, insbesondere Beratung von Förderungsinteressenten durchzuführen. Wir kontrollieren und koordinieren die Sanierungsmaßnahmen, also die geförderte Wohnhaussanierung. Und eine der Maßnahmen ist auch die Entwicklung der Blocksanierungen, so wie hier in den Gebieten Gudrunstraße 1 und 2. Es gibt dann noch einen dritten Bereich, der relativ neu ist, und zwar das ist die Hauskunft Wien. Da wird dann die Kollegin Schöne ein paar Worte dazu sagen. In der Sanierung haben wir die Aufgabe der Beratung, das heißt, wenn Förderungswerber potenzielle Informationen benötigen zu Sanierungsvorhaben, sind sie bei uns richtig aufgehoben. Wir können über Verfahrensabläufe, Förderhöhen und viele andere Schritte, die notwendig sind, sie informieren. Eine der Aufgaben ist es, die Förderungen für Sanierungsmaßnahmen dem Land Wien zur Förderung zu empfehlen und die Prüfung und begleitende Kontrolle während den Sanierungsvorhaben. Weiter sind wir auch Sachverständige, sollten Sie ein Hauptbezinserhöhungsverfahren für die Finanzierung Ihrer Sanierungsmaßnahmen benötigen, dann sind wir die Sachverständigen für die Schlichtungsstelle
aufgrund eines Erlasses des Bürgermeisters. Und die Betreuung von Blocksanierungsgebieten haben wir eh schon erwähnt. Die Hauskunft ist ein neuer Bereich, den wird die Frau Schön. Gut, die Hauskunft ist gegründet worden, damit die Stadt Wien ihre Klimaziele erreichen kann. Dafür ist es erforderlich, dass die Sanierungsrate angehoben wird und vermehrt Gebäude umgerüstet werden auf alternative Energiesysteme. Die Hauskunft gibt es jetzt seit etwa 1,5 Jahren. Und sie ist zentrale Anlaufstelle für klimagerechte Wohnhaussanierung. Das heißt, wir sind Beratungsstelle für alle Eigentümer. Das geht vom Einfamilienhauseigentümer über Wohnungseigentümergemeinschaften bis zum Zinshauseigentümer. Darüber hinaus natürlich auch für alle Planer in dem Bereich und für Hausverwaltungen. Wir haben unser Beratungsangebot auch sehr breit aufgestellt. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um technische Angelegenheiten, sondern auch rechtliche Aspekte, förderrechtliche Aspekte und auch Finanzierungsmöglichkeiten. Und der Service ist kostenlos und unabhängig. In Wien ist der Wohnhausbestand ein bisschen unterschiedlich von den restlichen Bundesländern. Deshalb hat man sich in Wien entschieden, da neue Services zu entwickeln, die jetzt speziell für diesen großvolumigen Wohnbau sind und halt speziell für die große Anzahl dieser Gründerzeitgebäude, die ein bisschen schwieriger sind als jetzt das Einfamilienhaus am Land. Also für die Sanierung und Heizungsumrüstung. Ein Service, das dafür neu gegründet worden ist, ist die Förderung für Sanierungskonzept. Das heißt, es gibt bis zu 50% Planungsförderung für die Entwicklung eines Sanierungskonzeptes. Das heißt, da ist enthalten ein Energieausweis, eine Kostenschätzung und eine genauere Planung, was gemacht werden soll in den nächsten 20, 30 Jahren in dem Gebäude. Und diese Unterlage ist dann auch die ideale Einreichunterlage, wenn man beim Wohn vor Wien die einreichen will, um eine Tevosan-Sanierung oder eine Heizungsumrüstungssanierung oder ähnliches. Anderes Service, das neu gegründet worden ist, ist das Service für Hausverwaltungen. Das heißt, das ist speziell dazu da, um die Mehrheitsfindung in den Hauseigentümergemeinschaften zu erleichtern. Das heißt, dass ein Mitarbeiter der Hauskunft auch zu den Hausversammlungen kommt und dort direkt alle Wohnungseigentümer informiert und für Fragen zur Verfügung steht. Und ein drittes sind noch die Fachberatungen. Da geht es vor allem um Planer, die das von komplexeren Wohngebäuden, wo man das einfach anbietet, dass man mehrere Magistratsabteilungen gemeinsam an den Tisch bringt, um das im Vorfeld abzuklären. Gut, die Hauskunft ist immer zentrale Drehscheibe für alles Wissen rund um die Sanierung. Das heißt, wir sind im ständigen Austausch mit verschiedensten Magistratsabteilungen der Stadt, aber auch mit den Wohnbauförderstellen und den Fachverbänden und können so halt Auskunft aus erster Hand geben, aber es funktioniert auch die andere Richtung. Das heißt, wir melden auch alle unsere Erfahrungen von den Beratungen wieder retour an diese Stellen. Danke. Gut, wunderbar. Vielen Dank für diesen Input zur Hauskunft und zu dem, was ihr so macht. Wir dürfen auch gleich weitergehen. Genau, und zwar werden wir jetzt als nächstes einen kurzen Input hören, also von der ÖGUT zum Thema Geothermie und Energienetze. Und vor allem ist da der Fokus, auf das wieder Umstieg gelingen kann, soweit ich weiß. Dazu darf ich jetzt zu mir nach vorne bitten von ÖGUT, dem die Bianca Pfefferer und den Herrn Gerhard Bayer. Ja, hallo, schönen Nachmittag auch von unserer Seite.
Ja, bei uns geht es jetzt im Prinzip gleich ein bisschen ans Eingemachte, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr in die technischen Aspekte. Also wir möchten heute eine Lösung vorstellen, wie eben dieses Raus aus Gas und Öl, also welche Lösungsmöglichkeiten es dafür gibt, eben die Wärme für die bestehende Stadt. Genau, also generell, welche Optionen gibt es, um eben Erdgas- oder Ölheizungen in der Stadt zu ersetzen? Grundsätzlich grünes Gas, da gibt es schon Studien, dass hier die Kapazitäten einfach nicht ausreichend sein werden, beziehungsweise dass andere Wärmeanwendungen, wo vielleicht höhere Wärmeniveaus gebraucht werden, wie zum Beispiel in der Industrie, da bevorzugt werden und für die Heizung im Prinzip dann nicht ausreichend grünes Gas zur Verfügung stehen wird. Die Fernwärme hat derzeit den Plan von ca. 45% der Haushalte auf ca. 56% auszubauen. Das heißt, auch hier können jetzt nicht 100% aller Haushalte in Wien dann durch Fernwärme versorgt werden zukünftig. Biomasseheizungen sind eine Alternative, wobei man hier dazu sagen muss, dass zum Beispiel Pellets-Hackschnitzelheizungen auch einen gewissen Flächenbedarf auch haben in der Stadt, also für Lagerräume etc. steht jetzt vielleicht nicht überall zur Verfügung. Ja, Wärmepumpen sind eine weitere Möglichkeit, hier umzurüsten. Da stehen Luft, Grundwasser und Erdsonden grundsätzlich zur Verfügung als Wärmequellen. Hier gibt es entweder die Einzelhauslösungen, das bedeutet, jedes Gebäude versorgt sich im Prinzip selbst, wobei hier teilweise auch nicht alle Erfordernisse erfüllt werden können. Das heißt, es gibt eventuell nicht ausreichend Potenzial, um sich selbst zu versorgen. Und da kommen wir dann schon zu den Energienetzen, wo es eben darum geht, mehrere Gebäude zusammenzuschließen und eben mit Energie, also Niedertemperatursystemen zu versorgen, weil hier einfach Synergien dann gehoben werden können, wenn mehrere Gebäude zusammengeschlossen werden. Ja, was ist Energie? Das ist grundsätzlich Wärme, die zu kühl ist, um sie direkt zum Heizen zu verwenden. Wärmepumpen werden dann eingesetzt, um diese Wärme auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen, um dann auch eben zum Heizen verwendet werden zu können, beziehungsweise auch im Sommer zum Temperieren, also zum leichten Abkühlen auch der Wohnräume. Energiequellen können zum Beispiel sein der Boden, das Erdreich, Grundwasser, aber auch die Umgebungsluft oder eben zum Beispiel die Abwärme aus der Raumkühlung oder zum Beispiel auch Abwärme aus Gewerbe oder auch zum Beispiel Solarenergie. Ein Energienetz bedeutet jetzt, dass eben mehrere Gebäude oder auch Gebäudeblöcke, im Prinzip ist das beliebig erweiterbar, zusammengeschalten werden und eben mit einem Leitungsnetz durch das Wasser mit ca. 5 bis 28 Grad fließt und eben alle diese Gebäude mit dieser Niedertemperaturwärme versorgt. Der Stromverbrauch ist generell so einzuschätzen, beziehungsweise die Effizienz von dem System, dass mit einer Kilowattstunde Strom bis zu 6 Kilowattstunden Wärme erzeugt werden können. Das heißt, wir haben ja eigentlich ein sehr hohes Effizienzlevel, kann man sagen, auch im Vergleich zu anderen Wärmepumpenlösungen, die da deutlich darunter liegen. Was ist jetzt besonders am Energienetz? Es ist eben so, dass die Organisationsform vorsieht, dass eben mehrere Gebäude, Gebäudeblöcke etc. daran teilnehmen. Das bedeutet auch, dass technisch alle diese teilnehmenden Gebäude an das Energienetz angeschlossen sind. Wirtschaftlich, von der wirtschaftlichen Seite kann man sagen, dass dadurch dann auch das ganze System für die Teilnehmer günstiger wird, weil wenn im Prinzip jeder seine Potenziale in das System einbringt und Synergien genutzt werden können und nicht jeder für sich ein komplett wärmebedarfsdeckendes Netz bzw. System errichten muss, dann gibt es hier einfach das Potenzial, dass es auch kostengünstiger wird. Und es ist auch so, dass das Netz eben nicht von vornherein, ich sage jetzt mal 5 oder 10 Liegenschaften umfassen muss oder Blöcke, sondern es können sich auch schrittweise weitere Gebäude oder Gebäudeblöcke an das Netz anschließen bei Interesse und so kann das Netz im Prinzip über die Zeit auch wachsen. Ja, jetzt gebe ich gerne an dich weiter. Ja, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Ich mache gleich weiter.
Was sind die Bedingungen? Also sozusagen, wir haben auch die Erfahrung in der ÖGUT gemacht seit einem halben Jahr. Bis vor einem halben Jahr mussten wir den Hauseigentümern nachlaufen, um sie sozusagen für Energienetze sozusagen zu motivieren. Jetzt werden wir überrannt. Es kommt aber oft dann die Ernüchterung, was bedeutet das für den Hauseigentümer, wenn ich da so umstellen möchte? Und das sind sozusagen die Bedingungen. Ich brauche ein zentrales Wärmeversorgungssystem, wie ich es auch bei der Fernwärme brauche. Also ich muss bis in jede Wohnung eine Leitung legen. Ich muss, wenn ich es wirtschaftlich und ökologisch betreiben möchte, mit niedrigen Vorlauftemperaturen auskommen. Das heißt, die Temperatur, wenn man auf den Radiator greift, sollte nicht mehr auf ungefähr 45 Grad sein, damit die Wärmepumpe auch sparsam laufen kann. Das kann ich mit verschiedenen technischen Wärmeabgabesystemen erreichen. Die Gebäudehülle sollte auf jeden Fall zuerst gedämmt saniert werden, damit man nachher nicht sozusagen, damit die Reihenfolge eingehalten wird, zuerst dämmen und dann die Heizung umstellen. Und ich brauche zuletzt auch eine geeignete Wärmequelle auf meinem Grundstück. Und das ist eben schwierig, wenn ich eine Einzellösung anstrebe, weil dann muss ich schauen, habe ich auf meinem Innenhof da Platz oder am Gehsteig vor meiner Hausbreite. Oder wenn ich ein Energienetz mache, mich mit mehreren Nachbarn zusammenschließe, ist es wesentlich einfacher, insgesamt für alle Beteiligten genügend Wärmequellen zu finden. Ja, da nur, wir haben das anhand einiger konkreter Beispiele und konkreter Angebote durchgerechnet. Das ist jetzt ein Vollkostenvergleich für die Variante, ein Wiener Gründerzeit, durchschnittliches Wiener Gründerzeithaus entweder zu zentralisieren und eine Erdgaszentralheizung im Keller zu machen. Was kostet das die nächsten 20 Jahre, alle Investitions-, Betriebskosten und so weiter aufgerechnet auf Quadratmeter, Euro pro Quadratmeter und Jahr. Oder ich stelle um mit Sonden und Wärmepumpe und Niedertemperaturheizung. Und das Ergebnis war, es kommt auf 20 Jahre gerechnet ungefähr gleich teuer. Unterschied ist, in der Gasvariante zahlen die Mieter viel und die Eigentümer wenig. In der Wärmepumpenvariante zahlen die Eigentümer viel und die Mieter wenig. Ja, ich glaube, das ist schon die letzte Folie. Das ist auch ein ganz konkretes Umsetzungsbeispiel. Das Geblergasse ist schon relativ in den Medien bekannt geworden. Da haben jetzt einmal zwei Liegenschaften begonnen mit der Startzelle. Links sehen Sie die Baustelle, rechts schon den sozusagen wiederhergestellten Hof. Unter diesem Baum und unter diesem Hof sind 18 Bohrungen sozusagen gesetzt worden, die gleich für das Nachbarhaus auch reichen, weil das Nachbarhaus hatte keinen Innenhof oder keinen geeigneten. Und so wird das jetzt in den nächsten Jahren wie ein Lego-Baustein für Baustein sozusagen erweitert. Die Leitungen sind schon bis zur Grundstücksgrenze gelegt worden und es gibt schon die Verhandlungen für die nächsten drei Häuser, die sich anschließen werden. Ja, da haben wir noch ein paar Links zusammengestellt für weiterführende Informationen, wer sich da noch informieren möchte und unsere Kontaktadressen. Super, danke auch euch für diesen Input, für diesen schon sehr konkreten Input. Das ist immer gut, wenn man dann gleich weiß, wo man sich hinwenden muss, womit. Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Input, eben zum Thema Möglichkeiten des Umstiegs, wie auch eben zum Beispiel Energiegemeinschaften, ihr habt das auch schon angesprochen, was passiert, wenn man sich zusammentut. Das ist derzeit, glaube ich, an recht vielen Stellen im Gespräch. Genau, und jetzt werden uns der Herr Ernst Striefel und der Matthias Katt von Schöberl Pöll und eFriends noch was erzählen zum Thema eben Möglichkeiten des Umstiegs. Ich werde ein ganz kurzes Intro machen und dann werde ich zum Kollegen Matthias Katt überleiten, der dann über die Energiegemeinschaft mehr im Detail sprechen wird.
Wir haben wir sozusagen jetzt die E-Friends, wir Schöberl und Böll GmbH und noch Trimmelwald und noch andere Partner haben im Projektgebiet Gudenstraße 2 auch ein Forschungsprojekt laufen, wo ein Schwerpunkt ist quasi oder eine Zielsetzung ist im Projektgebiet, eine erneuerbare Energiegemeinschaft auf Basis einer Photovoltaikanlage umzusetzen. Wie das gehen kann, welche Modelle es gibt, wird dann der Matthias Katt erläutern. Sozusagen als Appell oder Info an alle, wir sind noch auf der Suche nach geeigneten Flächen, nach geeigneten Dachflächen, nach Eigentümern, die sich da auch mit beteiligen wollen. Ganz kurz noch sozusagen zu meiner Firma Schöberl und Böll GmbH, weil sozusagen jetzt im Gesamtkontext dieser Veranstaltung interessant ist. Also wir sind quasi ein Büro für Bauphysik, bieten da auch verschiedene Dienstleistungen an, im Sinne dieser Raus- und aus Öl- und Gasoffensive, Unterstützung bei Fördermöglichkeit, Beratung und dann auch Unterstützung in der Umsetzung. Also wir haben da auch schon einiges umgesetzt, zum Beispiel mit Riemel und Wall, also nur zur Info sozusagen, Sie können sich an uns wenden, der Herr Schöberl, Helmut Schöberl, ist auch hier sozusagen, Sie können sich dann beim Thementisch auch bei ihm wenden, wenn Sie so konkrete Fragen haben und schon in Richtung Umsetzung auch denken. Das nur als kurze Info. Ich leite jetzt gleich über zum Matthias Katt, das Thema Energiegemeinschaft dann im Detail ein bisschen mehr beleuchten wird. Ja, vielen Dank. Schönen Nachmittag auch. Ich muss mich gleich entschuldigen. Ich habe gedacht, ich kann hier ein bisschen live präsentieren. Das geht leider nicht, weil die Folien da reingenommen worden sind. Aber Sie bleiben sicher noch da und kommen dann nachher zu unserem Stand und dann kann ich Ihnen zeigen, wie das ausschaut. Energiesharing, Energiegemeinschaft. Ich möchte zwei Begriffe in den Raum werfen. Es geht im Wesentlichen darum, die Energiewende zu schaffen und die Bevölkerung mitzunehmen bei der Produktion erneuerbarer Energie. Warum? Weil die Sonnenenergie halt flächig verteilt wird und wir sie deswegen auch flächig verteilt einsammeln müssen. Das heißt, wenn wir die Energiewende ernst nehmen, brauchen wir oder euch alle im Prinzip. Ja, ich glaube, die Gründe, warum wir das machen, waren bis jetzt schon klar, sind seit 50 Jahren klar, warum wir das machen sollen. Jetzt spüren es die Leute auch und wir merken ein extremes Interesse. Wenn es was kostet, dann ist es auch was wert. Die Energiekosten explodieren und das treibt die Energiewende schon auch leider voran, was eigentlich ein ziemlich brutales Thema ist oder halt eigentlich ziemlich erschreckend ist. Ein zweites sehr wichtiges Thema, das wir sehen für das Thema Energiegemeinschaften, sich zusammenzutun, miteinander Energie zu produzieren, ist die Abhängigkeit zu reduzieren. Also in der Vergangenheit war es immer, was bringt mir das, kann ich mir was sparen. Jetzt sagen sie Leute, bitte, ich möchte irgendwie mich absichern, kann ich nur 20 Cent oder 25 Cent für meinen Strom zahlen, das wäre doch super. Ja, mangelnder Zugang zu erschwinglichen Energiequellen. Und bevor jetzt der Krieg begonnen hat in der Ukraine, gab es auch schon diese Ausbauziele. Wenn man sich die anschaut, dann müssten alle 3 Minuten eine Photovoltaikanlage gebaut werden. Das wäre so ungefähr das Ziel. Jetzt wollen wir noch schneller sein. Also es ist wirklich ein Gebot der Stunde, da was zu tun. Die Welt braucht ein Umdenken. Da sieht man Kohleabbau, kann ich euch ersparen, aber es ist auch wieder sehr modern. Das letzte Kohlestück ist ins Museum getragen worden, kommt wieder raus. Ja, Energiesharing, Energiegemeinschaften, warum bringe ich das jetzt ganz kurz? Es gibt im Wesentlichen, geht es darum, dass mindestens 2 Teilnehmer miteinander Energie tauschen. Es muss jemand produzieren und ein anderer möchte konsumieren. Und da gibt es verschiedene Methoden. Es gibt jetzt das E-Friends Classic Modell, das seit 2018 praktisch am österreichischen Markt verfügbar ist. Kann man österreichweit miteinander Energie teilen, tauschen. Ist ein Echtzeitsystem, also vielleicht sagt Ihnen der Begriff Smart Grid was, das ist in diese Richtung, ich kann die produzierte Energie in derselben Zeit auch verwenden, deswegen auch eine Technologie, die eingebaut wird und etwas teurer in der Anschaffung. Es ist ein einfaches System und der einzige Nachteil ist, dass der Restenergiebezug von einem Energieversorger passieren muss, der auf der Plattform aktuell sich auf dieser Plattform bewegt. Das war die erste Energiegemeinschaft, die erste Möglichkeit, Energie miteinander zu teilen. Wir waren einer der ersten, die das angeboten haben. Seit knapp einem Jahr gibt es eine weitere Möglichkeit, eine Add-on-Möglichkeit oder eine zusätzliche Möglichkeit, eine eigene Marktrolle. Und zwar ist es so, wenn ihr das erste System anschaut, dann ist es so, dass wir sozusagen als Energieversorger euch die Lizenz geben, dass ihr miteinander Strom tauschen könnt, verkaufen könnt. Das ist ja nicht rechtlich nicht erlaubt. Du brauchst in Österreich für alles ja eine Lizenz, eine Berechtigung, Gewerbeberechtigung oder ähnliches. Das heißt, da fungiert sozusagen E-Friends als Ökostromanbieter, als Lizenzgeber dafür. Bei diesem System hier, basierend auf dem ERG, bekommen die Teilnehmerinnen, die sich da in einer Energiegemeinschaft zusammentun wollen, eine eigene Marktrolle.
Das ist der Riesenunterschied dazu. Das heißt, eine Energiegemeinschaft kann sich gründen, das kann jeder machen, mehr oder weniger einfach. Und es gibt zwei große Arten, basierend auf dem ERG, die sogenannte erneuerbare Energiegemeinschaft. Da geht es eben, wie der Name schon sagt, rein um erneuerbare Energie. Energie, also nicht nur Strom. Und ich kann da nochmal zwei Arten unterscheiden, und zwar sogenannte lokale und regionale Energiegemeinschaften. Das hat was mit der Regionalität zu tun. Lokal heißt da hinter demselben Ortsnetz Trafo, das heißt ein Straßenzug vielleicht in Wien. Und regional heißt hinter demselben Umspannwerk. Was habe ich für Vorteile? Ich teile Strom, und weil ich es regional oder lokal tue, genieße ich gewisse Netzkostenvorteile. Das heißt, ich kriege gewisse Goodies vom Staat refundiert. Das ist eine praktische Anschubfinanzierung. Also ich kann mir einen gewissen Anteil der Netzkosten ersparen. Was muss ich dafür tun? Im Wesentlichen ist es so, dass ich bei beiden Rechtsformen, also wenn ich darüber schwenke gleich zu dieser BEG, BürgerInnen-Energiegemeinschaft, ich muss eine eigene Rechtsform gründen. Das macht es leider etwas kompliziert, das heißt, ich muss einen Verein oder eine Genossenschaft gründen, mich gemeinsam mit meinen Nachbarn zusammentun und dann kann ich diesen Strom teilen und tauschen. Großer Vorteil ist, Restenergiebezug bleibt frei wählbar, das heißt, ich bleibe bei meinem Energieanbieter, bei Wien Energie oder wo auch immer und beziehe zusätzlich, also ich habe einen zweiten Energielieferanten, so kann man sich das vorstellen, zusätzlich Energie von jemand anderem. Dazu gibt es jetzt noch eine zweite Art, die BEG, die Bürgerinnen-Energiegemeinschaft. Was hat die für einen Vorteil? Wenn ihr das euch anschaut, das lokal-regional verschwindet und es geht dann weiter, es ist dann größer. Im ersten Schritt ist es jetzt im Netzgebiet eines Netzanbieters, also zum Beispiel Wiener Netze oder Niederösterreich Netz oder TIVAG oder was auch immer. Soll aber österreichweit funktionieren, dass man Energie miteinander teilt und tauscht. Wieder eine Rechtsform, Restenergiebezug, wieder frei wählbar, aber keine Kostenvorteile. Egal, welche Form man wählt, es geht eigentlich immer darum, ob das jetzt Energiesharing ist oder Energiegemeinschaft nach dem ERG, es geht immer darum, dass Teilnehmerinnen einen Vorteil haben. Der muss ein wirtschaftlicher Vorteil leider sein und der sollte auch ein sozialer Vorteil sein und die Leute so animiert, dass sie in erneuerbare Energien investieren, also dass ihr eine Photovoltaikanlage baut und sagt, jetzt ist cool und jetzt schickt den Strom meinen Kindern, meiner Oma, meinem Nachbarn, was auch immer. Und damit wird nichts anderes gemacht, als ein ökologisch sinnvoller Ausbau der erneuerbaren Energie vorangetrieben. Ja, ich wollte euch ganz kurz zeigen, wie so eine Energiegemeinschaft funktioniert. Wir haben in dem klassischen E-Friends-Modell ungefähr 1200 Verbrauchsstellen österreichweit. Man kann sich eben beteiligen an Photovoltaikanlagen, man kann eben Energie austauschen, man kann ähnliche Dinge machen. Ich hätte da diesen Live-Demo-Button, der funktioniert noch nicht. Macht gar nichts, ich bin schon fertig. Freue mich, wenn ihr mich besucht und noch ein paar Fragen habt. Dankeschön. Super. Wunderbar, die werden wir auf jeden Fall brauchen, weil es ist ja wieder alles, also vieles klarer geworden. Also für mich zumindest. Ja, und ich darf jetzt auch überleiten, beim nächsten Blog beschäftigen wir uns jetzt mit der Förderlandschaft. Welche Förderungen gibt es auf Landesebene und auf Bundesebene? Dazu wird Astrid Leb-Sirny sprechen. Sie ist Projektbetreuerin eben von den zwei, also von Gudrun 1 und 2, Blocksanierungsgebieten Gudrun 1 und 2, so, und die Margit Schön. Und ich darf euch nach vorne bitten für euren Input. Ja, schönen guten Nachmittag. Ich darf Ihnen die Förderlandschaft des Landes Wien näher bringen. Das Fördersystem in Wien teilt sich zum einen in die Objektförderung. Das sind Landesdarlehen mit 1% Fixzinssatz auf Förderdauer, 15 oder 20 Jahre. Dazu gibt es Annuitätenzuschüsse für die Refinanzierung der aufgenommenen Hypothekardarlehen, ebenfalls auf Förderdauer, und einmalige nicht rückzahlbare Zuschüsse oder Beiträge. Zum anderen gibt es die Subjektförderung, die wird in Form von Wohnbeihilfe direkt an die Mieter, die es benötigen, ausbezahlt. Zu den verschiedenen Sanierungsarten darf ich Ihnen jetzt die bei uns am häufigsten beantragten vorstellen. Die Sockelsanierung ist das Aushängeschild der sanften Stadterneuerung in Wien. Das ist die umfassende, durchgreifende
Sanierung vom Sockel bis zum Dach an einem bewohnten Objekt. Es werden thermische Maßnahmen, notwendige Erhaltungsarbeiten, Verbesserungsarbeiten wie Liftzubauten, Zentralheizungseinbau und so weiter durchgeführt, aber es müssen auch wohnungsinnenseitige Maßnahmen durchgeführt werden. Das kann sowohl an der Leerwohnung als auch mit einer Huckepack-Vereinbarung in bewohnten Wohnungen durchgeführt werden. Normalerweise wird auch gleichzeitig ein Dachgeschossausbau oder ein Zubau durchgeführt. Und sowohl für die Sockelsanierung als auch den Dachgeschossausbau ist die Förderung eine Kombination aus Landesdarlehen, Annuitätenzuschüssen und nicht rückzahlbaren Beiträgen. Im Vergleich dazu die Totalsanierung ist ebenfalls eine durchgreifende Sanierung, aber am bestandsfreien Objekt. Das Haus muss nach Sanierung ein Wohnhaus sein, das heißt die Wohneinheiten müssen überwiegen. Bei der Totalsanierung gibt es drei verschiedene Arten. Das ist die Totalsanierung mit überwiegend Bestandserhaltung, die Totalsanierung mit überwiegend Neubauanteil und die Totalsanierung Abbruch-Neubau. Das ist die Besonderheit in der Sanierung und da wird, wenn von der WWFSG MA21-Kommission ein städtebaulicher Missstand festgestellt wird, dann kann Abbruch und Neubau erfolgen. Die derzeit häufigste Sanierungsart, die bei uns eingereicht wird, ist die sogenannte Tevosan-Sanierung. Das Wort setzt sich zusammen aus thermischer und energetischer Sanierung. Es werden die thermische Ertüchtigung des Hauses, also zur Einsparung des Heizwärmebedarfs und in der Folge auch CO2-Einsparungen, werden Maßnahmen gesetzt, wie zum Beispiel die Aufbringung eines Vollwärmeschutzes an den Außenfassaden, die Wärmedämmung der Kellerdecke oder der obersten Geschossdecke, die Wärmedämmung des Daches, auch der Fenstertausch würde da hineinfallen und anlagentechnische Maßnahmen. Das ist zum Beispiel die Zentralisierung der Heizungsanlage, die Umstellung auf erneuerbare Energien, aber auch die Wärmedämmung der Verteilungsleitungen oder ein hydraulischer Abgleich. Bei der Tevosan-Sanierung gibt es verschiedene Abstufungen. Es gibt die umfassende Sanierung an mindestens drei Bauteilen. Wenn das nicht möglich ist, dann würde die sogenannte Delta-Förderung zum Zug kommen. Da müssen mindestens 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr an Heizwärmebedarf eingespart werden. Aber es werden auch Einzelbauteilsanierungen gefördert. Also es würde nur der Fenstertausch gefördert werden. Die nächste Art ist, wenn nur anlagentechnische Maßnahmen durchgeführt werden, also nur der Heizungstausch, die Effizienzsteigerung der Heizungsanlage, dann wäre das die Sanierung von Heizungsanlagen. Auch der Fernwärmeanschluss würde in diese Sanierungsvariante fallen oder eben, wie wir jetzt gerade gehört haben, die Installation von Wärmepumpen. Maßnahmen, also die Förderung von Maßnahmen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, damit ist gemeint die Maßnahmen, die zur Barrierefreiheit des Hauses führen, also dass die bedürftige Person barrierefrei in ihre Wohnung gelangt durch die Herstellung von Rampen, Treppenliften oder auch elektrischen Türöffnern. Das wird bis zu 75% der Sanierungskosten gefördert. Die Bedingung ist, dass eine Person im Haus lebt, die mindestens die Pflegestufe 3 in Anspruch nimmt oder einen entsprechenden Behindertenausweis hat. Einzelverbesserungen, das sind zum einen Liftzubauten und Einbauten oder Maßnahmen, die zur Erhöhung des Wohnkomforts führen. Darunter fallen Balkonzubauten oder auch die Errichtung von Gemeinschaftsanlagen. Das können die Schaffung von Fahrradabstellplätzen und dergleichen sein. Erhaltungsarbeiten, die nicht an der thermischen Gebäudehülle stattfinden dürfen, werden in der Regel in Kombination mit anderen Sanierungsarten durchgeführt. Also meistens ist das in Verbindung mit einer thermischen Sanierung. Und zum Schluss noch das Wien-Neu-Projekt oder die kleine Blocksanierung. Das ist in Blocksanierungsgebieten interessant. Das ist die Förderung von liegenschaftsübergreifenden städtebaulichen Infrastrukturmaßnahmen. Darunter ist gemeint zum Beispiel der Abbruch der Hofmauer und Hofzusammenlegungen, aber auch Abbrucharbeiten, die zur Belichtungs- und Belüftungsverbesserung führen. Das kann zum Beispiel der Abbruch des Pultdaches und die anschließende Begrünung des Flachdaches sein.
wenn für ein Objekt Fördermittel gewährt werden, dann muss das Haus bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, die Baubewilligung muss älter als 20 Jahre alt sein. Es muss nach Sanierung ein Wohnhaus sein. Die Wohnungen dürfen nicht größer als 150 Quadratmeter sein. Und der Bestand muss vereinbar sein mit dem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan. Das heißt, wenn Gebäudeteile, Hoftrakte oder Hofgebäude in der gärtnerisch auszugestaltenden Fläche stehen, dann wird von der sogenannten WWFSG MA21-Kommission werden Auflagen definiert und dadurch wird dann die Gewährung von Fördermitteln möglich. Das können Entsiegelungsmaßnahmen, Begrünungsmaßnahmen sein, aber auch Abbruchmaßnahmen von Pultdächern zum Beispiel. Die Sanierung muss grundsätzlich wirtschaftlich vertretbar sein. Und für Verbesserungsarbeiten, die dürfen nur dann gefördert werden, wenn die Maßnahme nicht durch die Mieteinnahmen finanziert werden kann. Und zum Schluss noch, die Eigentümerstruktur ist unabhängig. Es können bei uns Privatpersonen, genauso wie die Gemeinde Wien oder gemeinnützige Genossenschaften einen Antrag auf Förderung stellen. So. Nachdem heute leider keine Vertreter von Wien Neu Plus da sein können, weil die alle gemeinsam auf einer Dienstreise sind, werde ich noch ganz kurz auch die Kretzelförderung vorstellen. Also die Idee dieser Förderung ist eine Anschubfinanzierung für innovative Lösungen. Es wird der innovative Anteil an der Sanierungsmaßnahme gefördert. Das Projekt muss innovativ und realistisch sein. Administriert wird das von der MA25 und es ist ein mehrjähriger Prozess. Das ist der zweite Teil von der Kretzelmarie, den wir schon ganz am Beginn gehört haben. Das wird man auch dann nachher noch sehen. Also diese Wien-Neu-Plus-Förderung können alle Liegenschaften ansuchen, die in diesem Wien-Neu-Plus-Gebiet liegen. Wir haben auch hinten eine Pinnwand bereitgestellt, wo wir die Informationen zum Wien-Neu-Plus-Gebiet gesammelt haben. Es teilt sich eben in diesen baulich-technischen Bereich die Kretzelförderung und den sozialen Bereich die Kretzelmarie, die wir schon gehört haben. Und bei dem baulich-technischen Bereich gibt es noch einmal die Unterscheidung für die Förderung von Umsetzungsmaßnahmen und bei der Förderung von Planungsleistungen. Es geht immer um diesen innovativen Ansatz. Dafür ist eine eigene interdisziplinäre Beirat eingerichtet worden, der die Projekte hinsichtlich dieser Kriterien prüft und anschließend die Projekte zur Förderung empfiehlt. Das ist bei den Umsetzungsmaßnahmen 40-60% der Mehrkosten für diesen innovativen Anteil und bei den Planungsleistungen 50-70%. Soweit zu Wien Neu Plus und jetzt wird noch die Margit Schön über die Bundesförderung berichten. Gut, es gibt eben daneben gibt es auch noch Bundesförderung, die kann man dazu kombinieren zu allem, das wir bis jetzt gehört haben, wenn man die Maßnahmen umsetzt. Die erste wäre eben das Raus aus Öl- und Gasförderung, wie der Name schon sagt, es ist für Ersetzung von Öl und Gas durch ein hocheffizientes Nahwärmesystem, durch eine Wärmepumpe oder durch eine Holzzentralheizung. Die Förderhöhe ist da abhängig von der Anlagengröße, gibt es einen Pauschalbetrag und noch zusätzlich gibt es dann, wenn das Heizungsanlage zentralisiert wird, für jede Wohnung, die angeschlossen wird, nochmal 2.300 Euro zusätzlich. Das ist bis maximal 50% der Kosten. Und zusätzlich kann man auch noch einen Solarbonus in Anspruch nehmen. Abgewickelt wird das über die Kommunalkredit. Genauso wie der Sanierungscheck. Das ist eine Förderung für eine thermische Sanierung. In dem Fall ist es auch Voraussetzung, dass das Gebäude mindestens 20 Jahre alt ist. Und es gibt so ein Mindestlevel dieser Klimaaktivstandard, der erreicht werden muss. Das ist eine spezielle HWB, der sich abhängig ist vom Oberflächenvolumensverhältnis. Förderhöhe ist halt entweder
wenn man den Klimaaktivstandard erreicht, sind es eben 50 Euro pro Quadratmeter. Wenn man zusätzlich auch noch Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen einsetzt, kann man sogar 75 Euro am Quadratmeter erhalten. Zudem zusätzlich kann man auch noch Förderungen in Anspruch nehmen für Dachbegrünungen und für Fassadenbegrünungen. Und die dritte Förderung, die ich noch vorstellen müsste, ist die Photovoltaikförderung. Die ist jetzt vor kurzem neu aufgesetzt worden. Da heißt, da gibt es jetzt zeitlich befristete Fördercalls, in denen man einreichen muss, und auch die Förderhöhe ist jetzt abhängig von der Anlagengröße. Das heißt, bis 10 kW Peak gibt es eine fixe Förderung von 285 Euro pro Quadratmeter, und bei den größeren Anlagen wird es dann im Bieterverfahren vergeben. Zusätzliche Förderung gibt es, wenn gleichzeitig auch ein Speicher installiert wird und abgewickelt wird über die ÖMAG. Danke. Wir beide sind eben nachher dann noch verfügbar bei einem Tisch für die Förderungen. Super, vielen Dank euch für diesen Überblick in dem Förderdschungel. So, wir liegen auch wunderbar in der Zeit. Wir kommen nämlich schon zum letzten Input von dieser ersten Runde. Und zwar gehen wir jetzt ins ganz Konkrete rein. Wir werden was hören von dem Best Practice Beispiel in der Zwölfergasse, wo ganz viel eben von dem, was wir jetzt schon gehört haben, sich entweder in der Umsetzung befindet oder schon umgesetzt ist, soweit ich weiß, aus der Praxis heraus, auch wie zum Beispiel so ein Genehmigungsverfahren für Sondenbohrungen im öffentlichen Raum ausschaut, was ja, glaube ich, gar nicht so einfach ist, aber wir werden es gleich hören. Genau, ich bitte für zu mir nach vorne von Trimmel Wall, die Isabella Wall, und ihr seid zu zweit, den Herrn Wall auch noch vermutlich, oder? Herrn Trimmel, habe ich ja gerade vorgestellt. Ja. Ja, ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Wir machen es konkret als Architekten und setzen derzeit, wie bereits gesagt, eine Heizungsumstellung von Gas auf Erdwärme im Projekt Zwölfergasse um. Die Zwölfergasse befindet sich direkt am Westbahnhof hinter dem IKEA. Hier nur ganz kurz über unser Büro. Wichtige Themen für uns sind die Energieeffizienz, Passivhausstandard, Holzbau und auch Bauwerksbegrünung. Ja, und hier sieht man ganz konkret schon, wie sich das Projekt in der Planung entwickelt hat, was die Tiefenbohrungen angeht. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann, es ist ein bisschen klein. Es wurden drei Varianten überlegt. Einmal Bohrungen bis auf 150 Meter Tiefe. Also drei Stück davon. Und in der zweiten Variante drei Stück Tiefenbohrungen a 300 Meter Tiefe. Bei den drei Bohrungen mit 150 Meter Tiefe wird mit diesen drei nur die halbe Liegenschaft versorgt mit Wärme. Das heißt, man müsste für die andere Hälfte dann entweder noch einmal drei Tiefenbohrungen machen, die auf der Grundstücksfläche keinen Platz hätten. Das heißt, die müsste man dann im Gehstecksbereich machen. Oder man bleibt bei der zweiten Gebäudehälfte bei der derzeitigen Wärmeversorgung über Gas. Und bei der zweiten Variante mit den 300 Metern drei Tiefenbohrungen wäre eben das ganze Gebäude versorgt gewesen. Das ist so ein kleines Gründerzeithaus mit ungefähr um 1000 Quadratmeter oder Nutzfläche, wo eben die Hälfte saniert wird. Das heißt Bestandswohnungen und auch ein Dachgeschossausbau. Da kann man sich so ungefähr größenordnungsmäßig vorstellen, wie viel Bohrung man da braucht. Von den Kosten her, und das ist das, was dann eigentlich das entschieden wurde, die drei
Bohrungen mit den 300 Meter Tiefe wären in Summe in der vollen Ausbaustufe für das ganze Gebäude auf 123.000 Euro gekommen. Das sind jetzt die Kosten jeweils für die Bohrungen, die Wärmepumpenanlage, aber nicht die Leitungen im Gebäude dann, weil die ja für jede Variante gleich sind. Und bei den drei Tiefenbohrungen auf 150 Meter Tiefe ist eben die erste Ausbaustufe mit 67.000, da haben wir 27.000 für die drei Bohrungen und 40.000 dann für die Wärmepumpenanlage. Und da wäre eben in der zweiten Ausbaustufe noch einmal die drei Bohrungen und noch einmal 20.000 für die zusätzliche Wärmepumpe, ist man auf 114.000. Und bei dem Vergleich der Kosten für das Weiterbetreiben der bestehenden Wohnungen, die nicht saniert werden mit dem Gas, haben wir angesetzt, dass natürlich die Einzelthermen in einem gewissen Zeitraum ersetzt werden müssen und dass dafür ja auch Kosten anfallen. Und das, so sind wir eben auf diese 100.000 Euro gekommen. Und letztendlich war es dann so, dass man also von dem Gas natürlich eigentlich weg wollte. Also das war noch vor der Energiekrise. Und die Variante mit den drei Bohrungen auf 300 Meter technisch nicht umsetzbar war, weil die Bohrungen nicht so tief gemacht werden konnten. Das heißt, wir sind jetzt auf halbem Weg. Wir haben diese drei Bohrungen gemacht. Wir sind gerade dabei, umzubauen. Das heißt, für die umgebauten Wohnungen und den Dachgeschossausbau haben wir die Bohrungen machen können. Und für die anderen drei Bohrungen hoffen wir, dass wir eine Genehmigung am Gehsteig bekommen, damit wir das ganze Haus mit den tiefen Bohrungen versorgen können. Ich hoffe, das ist soweit klar. Da sieht man das Ganze flächenmäßig noch ein bisschen. Unten den Straßentrakt und rechts so schräg den Hoftrakt. Und die blauen Flächen sind die, die wir dazu bauen bzw. sanieren. Und das Weiße sind die Flächen, die jetzt nicht saniert werden. Ja, hier sieht man die Ausbaustufe 1. Wir haben im Innenhof, wie gesagt, drei Tiefenbohrungen geplant. Allerdings und auch durchgeführt, das ist richtig. Allerdings, man muss einige Punkte beachten. Der erste Punkt ist, und das ist vor allem bei allen Gründerzeithäusern ein Thema, das Einbringen des Bohrgerätes. Man muss damit rechnen, dass so ein Bohrgerät zwischen 6 und 8 Tonnen wiegt. Das heißt, die Hauseinfahrt muss das können. In dem Fall, nachdem wir das ganze Haus sockelsanieren und einen Dachgeschossausbau machen, war es kein Thema, dass wir die Hauseinfahrt, wo ohne dies die Platzldecke kaputt war, durch eine Stahlbetondecke ersetzt haben und so gewährleisten konnten, dass das Bohrgerät überhaupt in den Innenhof kommt. Der nächste Punkt ist, dass, wie Sie sehen, ein relativ kleiner Innenhof vorhanden ist. Und es geht sich gerade aus, dass wir drei Bohrungen im Abstand von 7 Metern machen. Allerdings haben die kleinen Bohrgeräte den Nachteil, dass sie vor allem bei geologischen Problemen zu langsam sind. Sprich, sie können nicht in dieser Schnelligkeit hinunterbohren als größere Bohrgeräte. Daher mussten wir dann während des Bohrens umsteigen auf 4 Bohrungen mit 100 Meter Tiefe. Hier ein paar Fotos. Man sieht schon, das Bohrgerät füllt praktisch fast den ganzen Innenhof aus und dreht sich eigentlich um die eigene Achse, um diese drei Bohrungen durchführen zu können. Und es war natürlich erforderlich, sowohl das Haustor abzumontieren, das Hoftor abzumontieren, damit man überhaupt das Bohrgerät sozusagen in den Innenhof bekommen konnte. Eine weitere Variante wäre gewesen, aber das wäre wirtschaftlich, nicht sehr günstig gewesen, das Bohrgerät theoretisch über das alte Haus in den Innenhof zu heben. Allerdings, das wäre auch eine ziemliche Challenge gewesen. Man muss damit rechnen, dass sie 3 Meter Höhe ungefähr brauchen, je nach Bohrgerät, und in der Breite zumindest 2,80 Meter. Und wie gesagt, die Hauseinfahrt, wenn sie unterkellert ist, haben sie sofort ein Problem, weil die Platzldecken das ganz einfach nicht aushalten, das Bohrgerät.
Wenn sie nicht unterkellert sind, ist es etwas einfacher. Ja, und hier sind wir bereits in der zweiten Ausbaustufe. Wir planen und projektieren jetzt die drei Bohrungen im öffentlichen Gut am Gehsteig. Das heißt, mit diesen drei Bohrungen können wir die zweite Haushälfte versorgen. Ja, hier sieht man noch kurz einmal die Heizzentrale mit der Wärmepumpe. Ja, und wie gesagt, die zweite Ausbaustufe ist auch genehmigungstechnisch nicht so einfach. Ich würde mal sagen, die geopolitische Lage ist uns da jetzt ein bisschen zu Hilfe gekommen. Dadurch ist ein bisschen Tempo in dieses Verfahren gekommen. Normalerweise, wenn Sie im Innenhof bohren, brauchen Sie nur eine wasserrechtliche Einreichung bei der MA58. Das geht relativ rasch und unbürokratisch. Die fragt vielleicht noch nach bei der MA29 Grundbau und bei der MA45 für die Wiener Gewässer. Aber sie haben relativ rasch, also wir hatten innerhalb eines guten Monats, eineinhalb Monate, hat es glaube ich maximal gedauert, im November, Dezember 2021 eine Genehmigung für diese drei Bohrungen im Innenhof. Wenn Sie im öffentlichen Gut bohren wollen, dann wird es etwas komplizierter. Und zwar im Gehsteigbereich, die MA28 ist Grundstückseigentümer. Das heißt, Sie brauchen einmal eine rechtliche Klärung. Da gibt es einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Hauseigentümer und der MA28 als Grundstückseigentümer. Das ist einmal die eine Seite. Die zweite Seite ist natürlich die technische Seite, Einbautenerhebung. Und vor allem die MA28 will dann auch wissen, die Energiekennzahlen, die Bohrtiefe und so weiter und so weiter. An diesem Punkt sind wir momentan angelangt und wir hoffen, dass wir jetzt dann relativ rasch ins eigentliche Genehmigungsverfahren, in die wasserrechtliche Genehmigung mit der MA58 kommen. Denn solange sozusagen die rechtlichen Fragen und technischen Fragen im Gehsteigbereich nicht geklärt sind, kann auch das Verfahren mit der MA58 nicht starten. Die MA58 wird in diesem Fall wieder die wasserrechtliche Einreichung machen, juristisch alles abklären. Der Boden wird technisch abgeklärt durch die MA29. Und das Wasser, wie gesagt, wird technisch abgeklärt durch die MA45. Und dann hat man sozusagen eine wasserrechtliche Genehmigung der tiefen Bohrungen im öffentlichen Gut. Ich habe auch bereits vorgeschlagen in der Baudirektion, dass man hier einen Leitfaden für Hauseigentümer, für Architekten ausarbeitet, damit in Zukunft sozusagen dieses Verfahren etwas vereinfacht wird. Wir haben doch jetzt ein Jahr daran gearbeitet, zuerst zu Beginn, als wir den Wunsch hatten, im öffentlichen Gut zu bohren. Ich will nicht sagen, es war unmöglich, aber es war extrem schwierig, sagen wir so. Ja, hier noch kurz das Schema. Wir haben da ein Energiekontracting in diesem konkreten Fall und wie gesagt eine Wärmepumpe für die erste Ausbaustufe, eine Wärmepumpe mit 28 kW. Und wenn jetzt die zweite Ausbaustufe dazu kommt, kommen noch einmal so rund 28 kW zusammen. Ja, da sieht man noch kurz, wie sich das Projekt vom Ablauf her entwickelt hat, vom zeitlichen Ablauf her. Wir haben im Jänner 2020 Projektstart gehabt. Damals war das Projekt noch etwas kleiner geplant, das heißt nur ein Dachgeschossausbau mit Aufzug, einer Tivosan und einem Lodgenzubau. Und im Laufe der Planung ist das dann bis in den Herbst zu einem 2-Millionen-Projekt geworden, wo auch der Bestand saniert wurde und die Stege zum Hoftrakt und der Hoftrakt auch ein Gründach erhalten hat in der Planung und auch der Innenhof begrünt wurde und ein Teil abgebrochen wurde. Die Einreichung ist dann auch im Herbst 2020 abgegeben worden bei der MA37 und ja, im November ist dann eigentlich das Projekt in der jetzigen Größe mit 2,5 Millionen gestanden. Wir haben dann im Juli 2021 eine Geothermie-Machbarkeitsprüfung gemacht und
dann eben das, was wir vorher gehört haben, jetzt ist es die Bohrungen geplant. Und im Oktober 2021 den Baubescheid bekommen und dann auch gleich zu bauen begonnen. Jetzt bauen wir seit Oktober und im November haben wir dann entschieden, dass eben diese drei Bohrungen mit den 150 Metern die erste Ausbaustufe kommen soll. Und die wurden dann im Jänner diesen Jahres durchgeführt. Und Ende letzten Jahres war auch noch die Entscheidung, dass eigentlich die Ausbaustufe 2 mit den drei Bohrungen am Gehsteig, sobald das bewilligt ist, auch erfolgen soll. Und ja, das Verfahren, das gerade geschildert wurde, das läuft eben derzeit und wir warten, dass wir diese zweite Ausbaustufe hoffentlich noch machen können, bevor wir die Anlage im Herbst dann in Betrieb nehmen wollen. Da gibt es noch ein bisschen eine Zusammenfassung der Förderungen, aber das wurde ohne dies von Ihnen heute schon präsentiert. Dankeschön.